Null. Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, hier auf dem Arsch, mit dabei, Klasse LR. Hallo. Jo, ich mache hier ein bisschen weiter mit Unkrautvernichtung, obwohl ich sie eigentlich nicht sehe hier. Unkrauttechnisch. Pausiere mal ganz kurz. Gedüngt. Hier sieht gut aus. Im Wachstum. Aber wir hatten ja vorher gepflügt gehabt, ne? Ja. Das eine Feld da. Ach, da ist ja mal kein Unkraut hier. Beziehungsweise nicht so viel. Gut, fertig. Nee. Aus dem nächsten Feld. Ja. Ende. Da, 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 da. Da, da. Musst du öfters pflügen. Dann weißt du das. Ja, wieder ist Montag ein Start in eine neue Woche. Wünscht man einen guten Wochenstart. Ja, wünscht dir auch. Danke, danke. Ich wünsche allen meinen Zuschauern einen schönen Wochenstart. Ich auch. Möge das, ja, die Tage schnell vorbeigehen. Ich habe übrigens Frühstück, ne? Um die Zeit, wenn das Video kommt, habe ich fast Feierabend. Tja. Gut, ne? Ja. Jo. Ist heute sehr gut. Ich hätte gerne Urlaub. Ein paar Wochen. Ich auch. Aber zur Zeit geht's nicht. Wir haben ja jedes Jahr Betriebsferien. Zu einer festen Zeit. Und da kann im Großen und Ganzen keiner extra wegfahren. Oder Urlaub machen. Aha. Das geht dann technisch gesehen nicht. Das würde ja allein an Produktion fehlen würde. Das wird in der Produktionskette wird nicht funktionieren. Und hier ist der Unkraut bei, ne? Ja, Hacke. Hacke, Hacke. Ja, viel Spaß. Ich weiß aber gar nicht, wie die Maschine funktionieren sollte. Die hackt doch alles weg. Hm. So. Was haben wir denn noch an Felder? 1, 2, 3, 4. Da ist fertig, die 21. Wollten wir nicht Felder kaufen? Ja. Haben wir genug Geld? Nee, noch nicht. Es gibt ja so einen Mod, der heißt dynamische Feldpreise. Mhm. Wäre davon Vorteil? Nö. Nö. Brauchen wir nicht. Also, bin ich der Meinung. Weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen, weil ich den Mod nicht kenne. Ich auch nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir die brauchen. Unsere Kühe machen hier. Mu. Kuhstall groß. Die Kuh macht auch groß. Gülle 80.000. Wahnsinn. Na? Streicheln. Ist nicht. So. Gucken wir am Mist haben. Unser BGA noch arbeiten kann. Oh, 10.000, das lohnt sich noch nicht. Wir haben noch. Es gibt zu viele Paletten. Das heißt. Alles voll. Mhm. Ich hab nicht mal früher im 19er so eine Kiste. Weiß ich nicht. Das ist eigentlich die Palette auf Eier rausholen, ist ein bisschen unlogisch, ne? Ja. Gibt meistens gleich Rührei. Immer noch so viele Paletten.
Geht nicht ganz. Achso, in dem neuesten Patch sind ist ja Paletten Limit. Da kannst du maximal 100 Paletten insgesamt haben. Aber es gibt auch schon Mods dafür, die das wegmachen, dass du wieder unbegrenzt Paletten haben kannst. Das ist gut, wie du das sagst. Ich hab mich gewundert, wieso. Das heißt, unsere Produktion arbeitet dann nicht länger. Ja, eigentlich. Sollte hier auch so sein, hier bei der. Da arbeiten die noch. Das heißt, wir müssen zum nächsten Mal Mod mit draufnehmen, dass die Palettenanzahl wieder unbegrenzt ist. Ich kenne den Mod noch nicht, habe noch nicht keins gesehen. Ja, schon. Zwei sogar. Einer reicht ja. Ja. Ja, dann muss der rauf. Zum nächsten Mal kann ich es machen, ja. Wenn ich nicht vergesse. Ja. Naja, wenn auch nicht tragisch. Wir haben halt die Paletten ja auch im Sägewerk, ne? Die kommen ja auch noch hinzu. Weil die ja praktisch im LS ja eigentlich alles begrenzt haben, mehr oder weniger. Ja. Nur so ein Stahl baust ja nicht so oft, ne? Aber Paletten hast du doch recht viele, ne? An sich ja. Wenn du Hühner hast zum Beispiel, da hast du zwar nicht viel, aber das ist doch vorhanden. Was machen wir mit den Eiern jetzt, wenn keine Paletten kommen? Die gehen jetzt als Matsch weg, ne? Ja, die werden gespeichert. Glaube ich, hoffe ich. Der Trigger ist ja leer, daher müssten die eigentlich irgendwie gespeichert werden. Ja gut, wird ja auch nicht mal voll sein, ne? Na gut, dann, mir ist egal, ist halt mal so. Was ist jetzt mal so? Jetzt überlege ich gerade. Jetzt haben wir Mai, Juni. Das ist ja morgen Juli, ne? Mhm. Unsere Felder sind fast alle behandelt. Das ist gut. Du bist ja bei Mission dabei, ne? Ja. Die große Wiese. So haben wir nichts mehr. Ne. An sich nicht, ne. Irgendwie hast du noch wegen Ballen, ja. Genau, den brauchst du auch noch eine Weile. Tja. Baron ist genau gleiche. Ja. Ja, gut, das ändert jetzt nichts dran, jetzt sind wir durch. Wenn wir halt sehen, den Paletten bald verkauft kriegen. Oder du müsstest dann, nachdem du mal Silage voll hast, einmal Paletten verkaufen, die jetzt so vorhanden sind. Mhm. Wird ja bei Mehl genau das gleiche sein, ne? Ja. Die Herbizidbehandlung ist praktisch den 19 ändern gegen, ne? Das ist ja jetzt nur noch das letzte Feld. Dann haben wir unsere fertig. Unsere Felder. Ja. Dann können wir auch so weit vorspulen oder vorarbeiten, dass praktisch, dass du im Juli die Dings verkaufen kannst, die anderen Sachen halt. Mhm. Und dann können wir auch die entsprechenden Maisfelder dazu kaufen und die anderen Felder, die noch so uns gefallen. Ja. Und bauen auch einen Häcksler, ne? Ja. Den kannst du sogar jetzt schon kaufen. Ja, den kannst du kaufen. Oder kauf ein bisschen besseren Häcksler. Oder besser ist gut. Mal reingucken. Mach du das mal. Ich überlasse dir die Entscheidung. Ich guck mal rein. Budesee-Prinzip, die nehmen sich ja nicht viel. Gut, den Preis schon. Ja. Das geht von 515.000 bis 83.000. Mal gucken, was die Unterschiede sind.
626 PS. Berge haben wir so groß nicht. Die brauchen keine 900 PS haben. Oder 1000. Ist ja alles so. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist ja so interessant. Gut, der macht 40, also gut, aber auf dem Feld sowieso nicht. Also, ihr Erleben ist ja so, dass praktisch von der PS-Leistung abhängig ist, wie stark. Wie schnell das Hexe gut gehäckselt werden kann. Mhm. Und dann brauchst du schon. Das kann man hier nicht einstellen. Nur Trelleborg. Michelin. Eichbauer, der geht auch nicht anders. So ein 382.000. Er hat auch 626 PS. Also ist auch nicht so schlecht. Ach, wir nehmen mal den Klaas, das ist besser. Ja. Hast du erschrocken? Nee, das nicht. Nur auf einmal war das ganze Geld weg. Du hast angefangen. Meter. Also wir haben alle 9 Meter mehr oder weniger. Wo? 7,7. Na, brauchen schon 9 Meter. Gut, ne? So, und dann sind wir wieder pleite. Ich bin nicht pleite, du bist pleite. Ne, ne, wir. Das ist ein Fremdwort für mich. Pleite. Ich doch nicht. Doch, tatsächlich schon. Haben wir noch einen Cent? Das schöne Geld. Ich sehe gerade, die Arbeitsweise passt auch nicht. Was machst du denn? Der Spritz und ein Streifen lässt er frei stehen. Mist. Das ist doch kein 33 Meter. Ach ja, und anderen Dings da. Ja, jetzt mein Wähler. Ich habe hier. Guck im Menü, wie breit die Arbeitsbreite ist von dieser Spritze. Und hab gedacht, wir haben eine andere. Jetzt habe ich doch die verkehrte Arbeitsbreite genommen. Hm. Und das ist schon. Das kann man konfigurieren bis 33 Meter. Das geht schon. Der ist 27. Also Paletten verkaufen. So ist das. Dumm gelaufen. So, den Kurs immer löschen. Dann neu. Beim nächsten Mal werde ich mal gucken, ob ich ein bisschen vergrößern kann. Einmal neu. Ist nur eine Runde und eine halbe. Das Zeug kam eh da. Ist schon verkauft. Gekauft. Ja. Ah, wenn die Paletten ja verkauft werden nachher und die ganzen. Oh, dann gibt es ein Geld ohne Ende. Paletten wimmelt das. Was soll der Quatsch? Ja. Oder stimmt bei den Konsolen ein Problem? Na, bei den Konsolen ist auf 50 Paletten beschränkt. Bei PC auf 100. Warum auch immer. Vielleicht haben einige übertrieben. Kann sein.
Denn wenn du eine Vierfachkarte nimmst, kannst du viel mehr theoretisch stärker in einer kurzen Zeit, weil du hast ja entsprechend eine Fläche näher. Und wenn du später näher nimmst, wenn du noch mit 7, 8 zusammenspielst, dann hast du ganz andere Möglichkeiten. Und am Ende produzierst du nur noch, weil der Prinzip, irgendwann hast du ja erreicht, ne? Wenn du alle Felder hast, dann wirst du verarbeiten. Verarbeiten heißt auch mehr verdienen, letztendlich. Ja. Das ist die einfache Erklärung. Er hat schon eingefüllt. So. Zilliermittel, im Prinzip ist das ja Quatsch, ne? Ja. Aber egal. Dann ganze 10%. Ja, das meine ich mit der Silage, isoliert das so oder so. Und wir haben eine Palette bekommen. Nehmen wir eine mit. Auch so, die rutscht hier runter. Ja, unsere neue Errungenschaft. Jetzt kommt mein Kabel weg, komm aus. Aber innen sich und die rutsch bin ich weg, du. Die Lehmittel. Tja. Ja, wir haben uns im Glas entschieden. Wir haben ja so viele Glasmaschinen da. Aber ich gebe da einen neuen Glastraktor, ne? Ja, ein Serion. Ja. Palette ist runtergefallen. Die Palette ist runtergefallen. Oh. 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 Brauch doch noch einen Stapler. Das Gras am Hof ist wieder gewachsen. Ja. Wir brauchen neue Unterstände, wir haben zu wenig. Ja. Das ist ja schön. Für Traktoren, und für Geräte, da reicht ja so ein Sackdings da, ne? Da kannst du auch rückwärts reinfahren. Vorwärts rein, rückwärts raus, geht alles. Okay. Und da, wo ich nicht kann, werde ich wahrscheinlich irgendwann mal mit Audrive die Kurse einfahren. Bin ja nicht blöd, ne? Dann lasse ich das auch gleich machen. Wenn das zu schwer wird auf Dauer. Oder unseren Hof. Hofmeister. Garagenmeister. Ich hätte bei einem Hofnarr gesagt, aber das trifft ja so nicht zu. Denn der Hofnarr war ja früher beim König, der hat ja freie, der konnte ja alles sagen, ne? Er konnte den König verarschen und da wurde noch gelacht. Nur wenn er Pech hatte, kam die Axt. Tja. Oh, wir haben keine Güte, wir haben nichts mehr. Alles alle. Von der BGA kommt kein Geld mehr zur Zeit. Ja, dafür können aber wir Paletten sporen. Ach so. Gut. Es gibt so viele Paletten. Ich denke mal ganz stark, das sind Sägewerke Paletten. Ja, bestimmt. Ja, was heute, wie ist heute der Preis? Na, heute wäre nicht so tragisch. Heute in einem Tag. Doch, Paletten sind da. Neue. Sind neu gespawnt. Vielleicht eine erschienen hier. Und die andere oben drauf. Gut. Also wir freuen sich. Wir sind am Ende. Ende? Ja, Ende. So, Zuschauer, das wird schon gesagt, weil ich aufhören muss. Tschüss, ciao. Jo, morgen geht's hier weiter, hier am Arsch. Tschüss.